Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft War zu Draenor. Heute geht es um den Schatz Admiral Taylors Truhe, welches sich im Gebiet Spitzen von Ark befindet, und zwar etwa bei 3654. Und zwar in so einem Allianzenhaus hier drin. Da gehen wir gleich mal rein. Aber da passiert etwas Spezielles, oder besser gesagt, man sieht etwas Spezielles. Und zwar braucht man für diese Truhe einen Schlüssel. Dann kann man hier zum Beispiel diesen Geist befragen, wenn man jetzt noch nicht ganz sicher ist, wo sich dieser Schlüssel befindet. Und dann gibt er euch ein paar Schritte her. Ich erinnere mich nur noch daran, dass ich mir mit einem guten Buch unter einem Baum hier in der Nähe lag. Ich weiß aber nicht mehr genau wo. Ich glaube, ich erinnere mich an große Steine. Aus irgendeinem Grund an eine Zeichnung eines Totenschädels. Aber das ist alles. Das ist der ganze Hinweis. Aber damit ihr nicht irgendwie herumsuchen müsst, zeige ich euch gleich diesen Ort. Und zwar befindet sich dieser Schlüssel in der Nähe der Mine. Und zwar in dieser Mine hier. Oder besser gesagt ein bisschen außerhalb. Bei etwas 3857. Oder auf der Map bin ich hier unten jetzt. Und dort liegt dieser Schlüssel in der Nähe dieses Skeletts. Und zwar können wir hier gleich draufklicken und dann können wir diesen aufheben, hier alter Schlüssel, fliegen wieder zurück zu dem Haus hier drin, so, und dann können wir diese Truhe öffnen. Können wir hier öffnen, darin befindet sich ein paar Garnisonsressourcen und ein kleines Logbuch. Das lese ich jetzt hier nicht durch, das sind irgendwie 18 Seiten oder so, eh noch mehr, 27 Seiten. Besser gesagt 10, aber nur, ja, 10 Seiten sind es, aber ein paar Tage darin, also Tag 0 bis Tag 27. Aber eben, die könnt ihr euch dann selber durchlesen, wenn ihr mit Hilfe dieses Guides, dieses Logbuch oder einfach diese Truhe finden konntet. Ja, das war's eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, es hat euch geholfen und wünsche noch viel Erfolg.